Während die andere Seite dagegen anprotestiert und grummelt: Der Schein ist das Schwein des Seins, sprich, die Existenz ist selber nicht mehr Existenz, lebt selber nicht mehr, ist herausgeworfen aus dem wahren Sein, ist nur noch zappeliger Schein, ist nur noch Bewegung und nicht authentisches So-Sein. Und das überträgt es dann auf diesen Zappel-Philipp-Mensch mit seinem ihn tötenden Sprachreflexionsbewusstsein, die ihn so aus dem Sein schmeißt, dass er nicht mehr merkt, dass er nicht mehr existiert, sondern nur noch existiert, es aushält, es aussteht in den partikularen Gleitmomenten metonymischen Unbedeutsamkeit sein, nicht sich selbst sein sein. Aber das ist offenbar die Bedeutung, die Nicht-Authentizität, das Nicht-Stillstehen, das nicht-parmenideische Sein, sondern die Nachahmung des Gefängnisses des Seins selbst, das nicht heraus kann aus dieser geschlossenen Hülse, aus diesem Konstanzprinzip, sich nur immer wieder umwandeln, umformen zu können, zu immer neuen Formtypenmodellreihen. Und dafür braucht es eben die Begehrensanlieferungen, um die Schönheitsakzentuierungen im Neidvergleich, im Konkurrenzieren immer mehr zu Hochwett zu rüsten. Aber wir wiederholen uns, das ist es nicht, worauf wir gestern hinaus wollten. Wir wollten auf die drei Punkte hinaus. Erstens, zweitens, drittens. Erstens war das Horrorszenario, der Terror, die Bewusstseinentstehung durch Spaltschizophrenie, durch den Terror des Unmöglichen, des Aufklaffens dagegen. Dann zweitens das Vergessen, die Tröstlichkeit, die Glättung, das Verbergen durch Rückung der Negation an die Oberfläche des Verwerflichen, des Verwurfes, der Verwerfung. Verwerfung, nicht wie man ein Stück Blatt Papier verwirft und verbrennt, sondern wie ein Erdbeben eine Erdkruste verwirft,